Und in dieser Folge schauen wir uns mit dem Rennauto von Kikaninchen, dem Paw Patrol Action Set und den zwei Feuerwehrmann Sam Sets gleich vier Spielzeuge auf einmal an. Und angefangen wird mit dem Paw Patrol Action Pack. Und dieses Action Pack enthält jeweils drei Tütchen mit verschiedenen Spielzeugen. Im ersten Tütchen erwartet uns das Wappen von Marshall mit einer Flamme und natürlich eine Figur von Marshall. Und diese Figuren sind keine gewöhnlichen Figuren, diese haben alle eine Action-Funktion. Und zwar müsst ihr hier einen Knopf am Halsband drücken und dann wird die Action-Funktion aktiviert. Und im nächsten Tütchen sieht so aus, als hätten wir eine Rider-Figur. Auch hier ist ein Wappen enthalten mit der typischen Pfote, das Wappen von Paw Patrol und eine Rider-Figur, die natürlich komplett beweglich ist. Das heißt, ihr könnt sowohl Arme als auch Beine und Kopf bewegen und drehen, wie ihr wollt. Und im letzten Tütchen haben wir nochmal eine Figur mit Wappen, und zwar diesmal den Chase. Und natürlich hat Chase, wie alle anderen Hunde, auch eine coole Action-Funktion. Und die testen wir jetzt erstmal aus, würde ich sagen. Einfach wieder den Knopf am Halsband betätigen und dann haben wir auch hier wieder eine coole Funktion. Und selbstverständlich könnt ihr die Action-Funktion mehrmals ausführen. Und natürlich gibt es passend zu den Figuren auch Fahrzeuge. Marshall mit seinem Feuerwehrauto, Ryder mit seinem Fahrzeug und auch Chase hat ein Polizeiauto. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Set und zwar den 4x4 Geländewagen von Tom Thomas aus der Serie Feuerwehrmann Sam. Das Spielzeug kommt natürlich nicht nur mit dem Geländewagen, sondern auch mit jeder Menge Zubehörteile. Zum Beispiel eine Figur von Sam in seiner Bergwachtausrüstung und seinem Helm. Und auf der Rückseite der Verpackung befinden sich die ganzen Zubehörteile. Diese könnt ihr einfach abreißen und dann aus der Verpackung herausnehmen. Und das gleiche macht ihr mit dem Geländewagen. Und dann schauen wir uns doch mal an, was so alles enthalten ist. Wie wir vorher schon gesehen haben, natürlich eine Figur von Sam, die darf natürlich nirgends fehlen, mit den abnehmbaren Helm, den könnt ihr einfach auf- und absetzen. Außerdem hat er seine Bergrettungsausrüstung an. Auch das Auto verfügt über jede Menge Funktionen, wie zum Beispiel eine Lichtfunktion. Da habt ihr so einen kleinen orangen Knopf an der Seite, wenn ihr den drückt, geht das Licht an. Hier haben wir die ganzen Zubehörteile, wie einen Feuerlöscher. Hier haben wir einen Rucksack mit Einschieben an der Seite, wo ihr zum Beispiel Funkgeräte unterbringen könnt. Die könnt ihr rausnehmen und wieder reinstecken. Des Weiteren haben wir noch verschiedene Boxen, ein Seil, falls sich Sam mal irgendwo abseilen muss, einen Erste-Hilfe-Kasten, Hammer und einen Kanister voller Wasser. Und da der Sam das nicht alles tragen kann, verfügt der Geländewagen über einen großen Kofferraum, welcher genug Platz bietet, um zum Beispiel den Feuerlöscher zu verstauen, die Taschenlampe, den Vorschlaghammer und den Erste-Hilfe-Kasten. Und für das ganze restliche Zubehör habt ihr noch eine andere Verstaumöglichkeit. Zuerst mal den Kofferraum zumachen, denn auf dem Dach befindet sich eine große Gitterbox, in der ihr zum Beispiel den Kanister, den Rucksack, die große Kiste und alles andere Zubehör verstauen könnt. Und dann geht's ab ins Gelände. Alle vier Reifen bzw. Achsen des Geländewagens sind gefedert, damit auch das Gelände für dieses Auto kein Problem darstellt. Und solltet ihr mal einen platten Reifen haben, ist auch hier vorgesorgt. Und zwar habt ihr am Kofferraumdeckel einen extra Ersatzreifen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der hintere rechte Reifen, wie in diesem Fall kaputt ist, zieht ihr den einfach ab und steckt den Ersatzreifen drauf. Und dann kann die Fahrt weitergehen. Und selbstverständlich könnt ihr auch Sam hinter Steuer setzen. Dazu klappt ihr einfach die Beine von Sam ein, öffnet die Tür, schiebt ihn ins Auto, schließt die Tür und dann kann die Fahrt wirklich beginnen. Und hier sehen wir nochmal das Licht im Dunkeln. Das ist wirklich mega hell. Hier nochmal. Und dann geht's ab zum nächsten Spielzeug. Und zwar haben wir das Rennauto aus der Serie
Kikaninchen. Und mit dem könnt ihr dank der Holzreifen, zum Beispiel am Fußboden oder Teppichboden, einfach hin und her fahren. Ich habe hier mal einen kleinen Parcours mit den Ostereiern vom Feuerwehrmann Sam aufgebaut und den kurvigen Weg zum nächsten Spielzeug meistert das Kikaninchen problemlos. Denn jetzt geht's weiter mit dem Feuerwehrmann Sam Feuerlöschset. In diesem Set erwartet uns eine Feuerwehrmann Sam Figur, ein großer Hydrant und ein Kugelgrill zum Löschen. Hier haben wir den großen roten Hydranten, den nehmen wir aus der Verpackung, die Sam Figur und daneben noch den Grill. Die Abdeckung des Grills könnt ihr abnehmen und dann sehen wir auf dem Gitterrost eine Flamme, die wir sowohl auf- als auch zuklappen können, um somit ein Feuer zu simulieren. Und um das Feuer jetzt zu löschen, müssen wir den großen roten Hydranten voller Wasser füllen. Dann den Deckel wieder draufschrauben, dann habt ihr an der Seite eine Pumpe, die ihr mit eurem Finger betätigen müsst und dann kommt vorne aus dem Schlauch Wasser hinaus, mit dem ihr das Feuer bekämpfen könnt. Und zum Schluss würde ich sagen, machen jetzt noch ein paar Feuerwehrmann-Sam-Eier auf. Oben auf dem Geländewagen haben wir schon ein gelbes Feuerwehrmann-Sam-Ei. Um das Ei jetzt zu öffnen, reißt ihr einfach die Plastikverpackung ab und dann könnt ihr das Ei knacken. Im Inneren der Verpackung befindet sich jeweils eine Figur und zusätzlich gibt es noch Ausrüstungsgegenstände obendrauf. Das Tütchen einfach aufreißen und im ersten Tütchen erwartet uns eine Figur von Elvis Gridlington. Mit dabei ist auch ein Helm, dem ihr den Elvis aufsetzen könnt, ein Feuerlöscher, Schaufel, Erste-Hilfe-Kasten, Megafon und vieles mehr. Aber weiter geht's mit dem nächsten Ei. Dieses Mal bringt uns das Ei das Feuerwehrauto von Marshall. Hier haben wir ein rotes Feuerwehrmann-Sam-Ei. Dieselbe Prozedur wie vorher, Kunststoff weg, Ei knacken und Tüte aufreißen. Und in dieser Tüte sieht so aus, als hätten wir eine Figur von Norman Price. Und auch der Norman kommt mit jeder Menge Zubehörteile. Hier haben wir wieder einen Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kasten, Taschenlampe, Funkgerät und vieles mehr. Aber weiter mit dem nächsten Ei. Diesmal haben wir ein blaues Ei, welches uns ebenfalls von einem Paw Patrol Fahrzeug gebracht wird. Und auch hier wieder Kunststoff abreißen und Ei knacken. Im Inneren haben wir wieder eine Figur und diesmal von Feuerwehrmann Sam höchstpersönlich. Und auch dem können wir zur Sicherheit einen Helm aufsetzen oder eine Schaufel in die Hand geben, denn Zubehörteile sind wieder reichlich am Start. Aber jetzt erstmal weiter mit dem nächsten Ei. Wir nehmen uns wieder ein blaues Ei, wieder Kunststoff abreißen und Ei knacken. Und die Spannung steigt wieder. Was wird uns in diesem Ei erwarten? Natürlich wieder eine Figur. Und diesmal eine von Mike, dem Mechaniker. Mit seiner grünen Latzhose, seiner blauen Cap. Und zudem passt natürlich am besten der große Vorschlaghammer. Und auch seitlich hat er einen kleinen Hammer anstecken und auch er kommt mit jeder Menge Zubehörteile. Und dann geht's ab zum vorletzten Ei. Hier haben wir wieder ein rotes Ei. Auch das knacken wir wieder und schauen uns an, was sich im Inneren befindet. Dieses Mal haben wir wieder Norman, den haben wir leider schon, aber natürlich kein Problem. Denn auch die ganzen Zubehörteile können wir ja benutzen. Und dann geht's weiter zum letzten Ei. Hier haben wir noch ein gelbes Ei. Auch das werden wir wieder knacken und schauen, was sich im Inneren befindet. Und diesmal sieht so aus, als hätten wir wieder eine Figur von Elvis Gridlington. Auch den haben wir zwar schon, aber trotzdem setzen wir ihm natürlich den Helm auf und die ganzen Zubehörteile nehmen wir natürlich trotzdem mit.
Dann schauen wir uns mal an, was wir so alles hatten. Wir hatten einmal den Norman, den Elvis, den Mike, den Mechaniker, Feuerwehrmann Sam und nochmal Norman und Elvis. Das war's dann von unseren 4 bzw. 5 Spielzeugen von Kikaninchen, Paw Patrol, Feuerwehrmann Sam und so weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr diesem gerne einen Daumen nach oben geben und den Kanal kostenlos abonnieren. Außerdem könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.